Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 10 Jahre lang wurden die Kassen geplündert von großen Banken, Herr Witzel, von JP Morgan über UBS, BNP Paribas. Das sind die Namen, ja. Es war wohl auch die WestLB dabei. Aber das, was Sie eben gesagt haben, wieder so zu tun und das so pauschal überzutragen, der Staat ist nicht der bessere Unternehmer. Und bei den Ausmaßen, die durch den Untersuchungsausschuss im Bundestag zutage treten, und gemessen an dem, was in den Zeitungen zu lesen war, finde ich das schon sehr einseitig von Ihnen. Wir haben erlebt, dass 10 Jahre lang mit diesem dreisten Trick durch Leerverkäufe und die Doppelterstattung der Kapitalertragssteuer geschätzt 12 Milliarden Milliarden Schaden entstanden ist der öffentlichen Hand, 12 Milliarden Steuerrückerstattung geflossen sind, die keine Berechtigung haben. Und das ist Betrug im großen Stil, und wir müssen zur Kenntnis nehmen, und wir haben dadurch überhaupt erst Kenntnis, dass diese Landesregierung konsequent in dem Bereich Steuervermeidung, Steuerhinterziehung vorgeht und weiterhin konsequent Datensätze ankauft. Deswegen haben wir überhaupt Kenntnis davon, dass in den Jahren ab 2006 die ehemalige WestLB auch ihre Finger im Spiel hatte, wie so oft, wenn es um Schweinereien im Finanzsektor geht. Und die Botschaft, die hier davon bei Bekanntwerden vom Finanzminister und auch von der Landesregierung ausging und die wiederholt wurde, als bekannt wurde, dass vergangenen Donnerstag die Durchsuchungen stattfinden, ist eine, die wir hier als Parlament eigentlich mittragen müssten und auch nach außen verteidigen müssten, nämlich es gibt keinen Unterschied, ob die Steuerhinterziehung durch öffentliche Hand oder ob durch Privatbanken geschehen. Und deswegen ist es richtig, dass der Finanzminister das damals gesagt hat, dass er es in den Interviews gesagt hat. Und deswegen wäre es ein gutes Signal. Und dann ist es meines Erachtens auch nicht richtig und fatal und ist fast schon postfaktisch, wenn hier so getan wird, so wie Sie das damals gemacht haben. Oh, schau mal, die Regierung hat sich ein Eigentor geschossen. Das Gegenteil ist der Fall. Die Regierung hat konsequent aufgeklärt. Wir haben nach wie vor den Entschluss, konsequent gegen Steuerhinterziehung vorzugehen. Und deswegen ist es richtig, wenn wir hier sagen, es gibt keinen Unterschied. Und an alle Leute da draußen, es ist egal, ob privat oder öffentlich, wenn es Hinweise gibt, gehen wir denen nach. Und dann gehen auch die Behörden in aller Härte dagegen vor, meine Damen und Herren. Zu dem Vorwurf der Eigentor und dem Unterschied der privaten Banken bin ich bereits eingegangen. Es geht jetzt darum, alle Infos transparent zu machen. Und im Grunde muss dem Vorsitzenden zugestimmt werden, wenn er sagt, dass es keinen Untersuchungsausschuss im Landtag gibt. Es gibt auf Drängen der Grünen einen im Deutschen Bundestag, der eingesetzt wurde. Aber es ist dann eben so, dass wir auch als regierungstragende Fraktion den Wunsch haben, darauf zu reagieren, wenn es hier von Seiten einer Fraktion zumindest versucht wird, den Anschein draußen zu erwecken, hier werden nicht alle Informationen veröffentlicht und alles, was man weiß, auf den Tisch gelegt. Und deswegen findet sich in unserem Entschließungsantrag auch die Bitte, dass der Finanzminister als Aufsichtsratsvorsitzender weiterhin darauf drängt, dass das vorliegende Ernst-Young-Gutachten auch veröffentlicht wird, damit das vom Tisch ist und damit es überhaupt gar keinen Grund gibt, dass irgendjemand hier im Hause oder darüber hinaus weiter behaupten könnte, es gäbe Informationen, die nicht rausgerückt werden. Deswegen in aller Entschiedenheit diese Aufforderung in unserem Entschließungsantrag nach Transparenz. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege.